Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei eHajo. Ich hatte vor einiger Zeit hier hinten im Eck das Rigol-Netzteil stehen. Ich musste es leider nach ein paar Monaten Leihgabe wieder zurückschicken. Vielen Dank nochmal an Rigol, dass ihr mir das geliehen habt. Ich habe jetzt aktuell hier hinten, ich zeige es euch mal kurz, das alte Netzteil da stehen. Das kennen ein paar. Ich habe mal so ein Laborsystem von Hera, glaube ich, heißt es. Ja, Hera geholt auf eBay Kleinanzeigen und da war das mit dabei. Das habe ich mal in einem Stream auseinandergenommen. Ich habe aber im Prinzip kein vernünftiges Netzteil aktuell hier und wenn ich vernünftige Hardware hier haben will, Rigol, musste ich leider zurückschicken, dachte ich mal, frage ich mal bei Rode und Schwarz. Denn die haben ja Hameck übernommen und die haben jetzt diese Laborserien von Hameck im Sortiment und in dem Fall habe ich mir das NGE 103 zuschicken lassen. Und man sieht, es ist also deutlich kompakter als das Rigol. Es ist auch halt nicht so performant, man kann nicht so viel Leistung gesamt rausholen, aber ich glaube, ich hätte das Rigol eh nicht ausnutzen können. Wir haben hier, ich glaube, 100 Watt in Summe, die wir rausholen können, 30 Watt pro Kanal. Wir haben drei Kanäle NGE 103, jeweils 0 bis 32 Volt, 0 bis 3 Ampere, genau, da steht es nochmal, 33 Watt maximal, bedeutet bei 32 Volt kann man maximal 1 Ampere rausholen, das begrenzt dann das Netzteil an sich. Es ist, wie gesagt, sehr handlich, es hat, glaube ich, 5 Kilo. Man hat hinten dran ein paar Anschlüsse, einmal Netzwerk, einmal USB, einmal I.O.-Ports, Netzanschluss, ganz klar. Bei dem Netzteil allerdings nur USB zur Verfügung. Ich habe nochmal eine E-Mail geschrieben, die zwei Module Netzwerk und I.O. kann man scheinbar nicht per Software freischalten, was mich tierisch ärgert. Den USB hätten sie sich sparen können, weil die Software, die es da dafür gibt, da kann ich einen Screenshot machen und es dauert 2 Sekunden, bis ich einen Screenshot von dem Ding da vorne habe. Und ich will, ehrlich gesagt, nicht irgendwie selber was in Lab4 schreiben, nur um jetzt hier die Werte auszulesen. Mit LAN wird es, glaube ich, einfacher gehen. WLAN gibt es scheinbar auch bei dem Gerät. Da gibt es dann einfach einen Webserver. Ich gehe mal davon aus, dass das dann wie beim alten Ostsee, das ich mal hatte, einfach connecten und dann sieht mein Bildschirminhalt. So hätte ich es gerne gehabt, kann ich leider nicht testen. Also testen wir mal ein paar andere Dinge. Und zwar zuerst mal die Bootzeit und wie laut es ist. Man hört, es ist extrem laut am Anfang. Der Lüfter bläst einmal volle Lautstärke los, bis das soweit ist, dass er wieder runterregelt. Und das war es jetzt an Lautstärke. Es wird nicht lauter. Ich habe auch schon viel probiert. Ich habe Kurzschlüsse drauf gemacht und 2-3 Ampere rausgezogen. Ich schaffe es momentan nicht, dass das Ding irgendwie laut wird. Also keine Ahnung warum, es ist unglaublich wundervoll leise und da bin ich echt froh. Der Lüfter geht nach oben raus, also wenn man es jetzt hier unter den Tisch hinschrauben will, hat man ein Problem. Der Lüfter geht hier oben raus, aber wie gesagt, man spürt zwar, dass er pustet, aber er dreht so langsam, dass man Gott sei Dank nicht hört, was ich total toll finde. Das Gerät selber hat ein Farbdisplay, kein Touch, ein reines Farbdisplay. Man wählt hier Kanal 1 aus, Spannung aus, dann geht man hier entsprechend auf die Kommastelle, die man verändern möchte und kann hier Spannung und Strom einstellen. Das zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Man hat hier Memory-Funktionen. Was mir wahnsinnig gut gefällt bei dem Gerät, es hat Schraubklemmen. Und zwar Sicherheitsschraubklemmen. Das heißt, ich kann hier von meinem Multimeter diese Sicherheitskabel verwenden und dann hier praktisch einstecken. Es ging beim Rigol leider nicht, da waren diese Standardklemmen drin. Da musste ich quasi die normalen Bananenbuchsen nehmen, ohne Sicherheitsummantelung drumherum. Ist hier überall drin, finde ich mega super. Man kann das Netzteil parallel betreiben, dann hat man in Summe also bis zu 6 Ampere, glaube ich. Wie viel waren es? 3 Ampere, 3, 6, 9 Ampere in Summe. Oder man schließt das Ganze in Serie, dann kommt man auf bis zu 96 Volt drauf. Ich werde es nicht probieren, weil ich würde mir nur wehtun dabei. Ansonsten natürlich die ganzen üblichen Dinge, die so ein digitales Netzteil heutzutage hat, über Stromschutz und so weiter. Wir gucken uns das Netzteil jetzt auch mal genauer an. Ich starte dazu nochmal, ich muss das Rigol-Oszilloskop auch zurückgeben. Ich habe wieder mein altes Rigol-Oszi im Einsatz. Wir gucken uns mal an, wie viel das Ding rauscht. Wir gucken uns mal an, was es so an sich kann. Und dazu zoome ich jetzt erstmal rein. Wir betrachten zu Beginn mal einen ganz klassischen Fall, wenn man eine Leuchtdiode testen will, ob sie funktioniert. Längeres Beinchen plus, kürzeres Beinchen minus. Dann kann man die jetzt hier zum Beispiel mal ganz einfach in diese Schraubklemmen reinstecken, dann zuschrauben. Und nun kann man einmal die Spannung einstellen, Voltage. Gehen wir jetzt mal auf 2 Volt in etwa runter, was so eine rote Leuchtdiode hat. Strombegrenzung lassen wir noch draußen. Wir haben 2 Volt eingestellt und geben den Output raus.
somit leuchtet die Leuchtdiode so, wie man es erwarten würde. Wir haben jetzt hier 2 Volt, 43 mA, das ist schon ganz schön anständig. Wenn man jetzt allerdings das Problem hat, dass man sich irgendwie verstellt, man gibt 32 Volt ein, wird das Ding jetzt, wie gesagt, 33 Watt, 1 Ampere begrenzen. Wenn wir jetzt die Spannung draufgeben, dann flackert die Leuchtdiode kurz und ist dann auch schon kaputt, was eher ungünstig wäre. Das wäre einmal die erste Variante, wie man das Ganze testen kann. Die zweite Variante wäre nun eine andere. Und zwar einmal haben wir vorher die Spannung vorgegeben mit 2 Volt. Jetzt geben wir nicht die Spannung vor, sondern den Strom. Wir wissen ja, so eine Leuchtdiode benötigt ungefähr 20 mA. Das heißt, wir drehen den Strom jetzt hier mal auf 20 mA hinunter. Können die 32 Volt drauf geben. Sobald man jetzt den Ausgang einschaltet, gefällt mir jetzt das schon mal gar nicht, und zwar wird die Leuchtdiode trotzdem kaputt. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das ein wenig flotter reagiert, das ganze Netzteil, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Wir geben ihm mal etwas weniger Strom, weniger Spannung. Vielleicht kriegt das dann geregelt. Drehen also die Spannung mal auf 10 Volt zurück. Wir sind immer noch bei 20 mA, wenn wir jetzt den Strom aufschalten, kriegt das geregelt. Die Leuchtdiode geht nicht kaputt. Er begrenzt den Strom jetzt auf 21 mA in dem Fall. Schön, dass ich 20 mA eingestellt habe. Und zeigt das Ganze in Rot an. Vorher war ja grün der normale Betriebszustand. Er zeigt das jetzt in Rot an und er begrenzt die Spannung auf 2 Volt. So, dann betrachtet man das Ganze mal hier am Oszilloskop. Ich habe das jetzt einfach hier im 10er-Teiler dranhängen. Wenn ich jetzt hier die Spannung einschalte, kann man das hier relativ gut erkennen. Die Spannung steigt zuerst auf 2, 4, 6, 8, 10 Volt, also die ungefähr 10 Volt eingestellte Spannung an, fällt dann einmal kurz auf 8 Volt runter und fällt dann langsam auf die 2 Volt runter. Also die Stromregelung ist unglaublich langsam. Wir reden hier von 5 Millisekunden, also 5, 10, 15, 20. Nach 25 Millisekunden sind wir auf den 2 Volt unten. Deswegen ist quasi vorhin die Leuchtdiode kaputt gegangen, weil ich 30 Volt eingestellt habe. Der hat quasi zu lang diesen Pegel von 30 Volt drin. Das enttäuscht mich jetzt so ein wenig leider. Da vorne sieht man nochmal irgend so eine Spitze drin. Die können wir uns nochmal angucken. Das, ja, hätte ich jetzt besser erwartet, ehrlich gesagt. Da vorne haben wir auch nochmal so einen Huppel mit drin. Also er regelt da irgendwas Komisches zusammen. Also ganz so überzeugt bin ich da jetzt gerade nicht. Sieht da immer gleich aus, die Kurve, jetzt wenn man startet. Hat da scheint irgendwelche großen Kapazitäten oder so drin, die er da lädt. Also stromregelgeschwindigkeitstechnisch, ja, nicht so der Hit gerade. Dann gucken wir uns was anderes an. Ich habe uns jetzt hier mal 470 Ohm einen Metallschicht 1%igen Widerstand angeschlossen. Jetzt gucken wir uns erstmal ein paar tolle Dinge an, und zwar zum Beispiel einfach mal das Ohmsche Gesetz. Wir haben 470 Ohm, wir geben 4,7 Volt drauf und erhalten bei Ausgang dann einen Strom von 10 mA, der da fließt. Also somit können wir schon mal das Ohmsche Gesetz beweisen. Wir haben hier auch nochmal eine schöne Anzeige, wie viel Leistung gerade auch aus dem Netzteil rauskommen. Wenn wir jetzt hier die Spannung hochdrehen würden, also zum Beispiel 4,7 einfach mal aufs Doppelte, 9,4, dann steht hier oben die Leistung mit 0,18 Watt. Also man sieht da auch deutlich, dass die Leistung nach oben geht. Der Strom auch wieder 20 mA, also Ohmsche Gesetz. Auch hier wieder korrekt 9,4 Volt, 470 Ohm, 20 mA. So, was wir uns jetzt aber mal anschauen, ist am Oszilloskop unser Ripple von unserer Spannung, die wir herauskriegen. Und die können wir jetzt hier schon mal relativ gut sehen. Wir haben einen durchschnittlichen Ripple von 18 Millivolt. Bei ca. 10 Volt Ausgabe sind wir da also bei 2 Promille oder sowas. Also ein sehr, sehr guter Ripple. Wenn wir jetzt hier nochmal rüber gehen, sieht jetzt hier nur so schlimm aus, weil ich es quasi extrem weit gezoomt habe. Wenn wir jetzt hier auf 20 Millivolt oder so pro Kästchen gehen, kann man erkennen, dass das sehr wenig ist. Wir haben aktuell ca. 20 Millivolt Ripple. Ja, 2 Promille, das ist absolut tolerierbar. Wenn wir jetzt die Spannung nach unten drehen ein wenig, mal auf 5 Volt oder so, bleibt der Ripple ähnlich. Der ist also auch konstant über die gesamten
Spezifikation gegeben. Finde ich super. Also der Ripple, die Ausgangsspannung ist definitiv gut. Wir können uns jetzt nochmal die Fourier-Transformation von dem Ganzen anschauen. Auch hier kann man erkennen, das sieht einwandfrei aus. Also wir haben hier jetzt echt ein schönes Signal, egal wo wir hingehen, in welche Richtung der Zeitbasis. Man hat hier de facto keinen einzigen Peak drin, der irgendwie da jetzt rausstechen würde und uns negativ auffallen würde. Hier vielleicht ein, zwei kleine Ripple, aber im Großen und Ganzen, wie man erkennen kann, haben wir hier einen wunderschönen Rauschteppich. Das heißt, die ganzen Schaltfrequenzen von innen drin sind sehr gut weggefiltert. Man hat also eine sehr schöne Spannung, die unterm Strich hier dann rauskommt. Was jetzt natürlich auch nochmal, wie gesagt, hier angezeigt wird, was ganz praktisch ist, wir haben hier einmal die Leistung, die wir explizit vom Netzteil rausgeben, bedeutet, so ein Widerstand kann 0,25 Watt. Das heißt, wir sind jetzt hier schon bei 10 Volt, etwa in dem Bereich, wo der Widerstand am Limit ist. Er wird auch schon deutlich wärmer und natürlich kann das Netzteil auch mehr Leistung ausgeben und irgendwann sind wir dann auch bei dem Punkt, wo die Leistung zu groß wird für den Widerstand und der Widerstand einfach uns abbraucht. Ja, so viel zu den groben Tests. Mir gefällt es sehr gut, mir gefällt die kleine Bauform. Ich finde auch die Bedienung echt in Ordnung von dem Ganzen. Dass man erst die Spannung auswählt und dann hier mit dem Drehrädchen die Spannung einstellt, finde ich sehr gut gelungen. Ich finde es praktisch, dass man verschiedene Spannungen, die man vorher einstellt, auch hier mit Settings dort into M1, dass man das Ganze auch speichern kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Spannung wieder verdrehen würde und ich gehe auf M1, Recall M1, dann holt er sich wieder die 10 Volt her und so. Da kann man sich ein paar so Testpunkte vordefinieren, wenn man mal 24 Volt will, 12 Volt. Da muss man sich dann immer durchs Menü quälen. Ansonsten, man könnte Screenshots machen von dem Bild, das hier dargestellt wird, direkt auf einen USB-Stick, finde ich praktisch. Und man kann auch noch Signalverläufe vorgeben. Das heißt, man kann dem Teil zum Beispiel sagen, halte jetzt mal 5 Sekunden lang 24 Volt, dann mach 3 Sekunden 0 Volt, dann 2 Sekunden 12 Volt. Da könnte man ganze Testabläufe, könnte man da quasi durchdefinieren. Von dem her sehr gut gelöst. Preistechnisch gefällt es mir auch ausgesprochen gut. Es ist so um die, also unter 1000 Euro. Ich glaube, bei 700 Euro geht es los in etwa netto. Je nach Ausstattungsvariante kostet es ungefähr unter 1000 Euro, so plus minus. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an die Firma Rode und Schwarz, dass ihr mir das jetzt bereitgestellt habt, 2 Wochen zum Testen. Leider hat sie es nicht überschnitten mit dem Rigo-Netzteil. Ich hätte gern Vergleichsmessungen gemacht, aber das war mir leider nicht möglich. Ja, ich gucke mal, ob ich noch andere Versuche finde. Wenn ja, kommt es irgendwann an einem Samstag-Video. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao!